Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part in Shrouded. Im letzten Part waren wir auf dem Weg zum Elixierbrunnen und zur Bäuerin, aber das haben wir natürlich wieder nicht geschafft und deswegen werden wir das im heutigen Part angehen. Wie gesagt, joint gern alle unserem Discord, wir haben den besten Community-Server überhaupt für Enshrouded und wir haben auch richtig viel Zuwachs und die Leute können einfach nur so unglaublich gut bauen. Also, wenn ihr euch anschließen wollt, der Link ist in der Infobeschreibung und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wir stehen jetzt hier in meinem Treppenaufgang. Ich habe jetzt noch zwei von diesen Truhen platziert, damit ich einfach auch mehr Platz habe und habe die auch dementsprechend ein bisschen geordnet. Also hier ist quasi so die Holztruhe, hier ist alles, was mit Metall und Stein und so zu tun hat und so weiter und so fort, damit ich auch nicht immer so viel Zeit verplempern muss, irgendwas quasi in die Kisten zu schmeißen. Jetzt habe ich gerade repariert und wir müssen jetzt auf jeden Fall los. Und zwar wieder zurück zu unserem Zuhause hier, damit wir dann die Miasma-Wurzel machen können und die Bäuerin holen können. Das ist auf jeden Fall wirklich das Ziel im heutigen Part. Und das werden wir auch schaffen, hoffe ich. Achso, ich habe mir auch mit dem, was ich jetzt hatte, noch Schrottpfeile herstellen lassen bei der Jägerin. Da hat auch jemand von euch geschrieben, dass ich doch jetzt lieber die benutzen sollte, wie die ganz normalen Holzpfeile. Ich habe zwar jetzt noch Holzpfeile übrig, aber ja, wenn die Schrottpfeile dann doch so viel besser sind, dann nehmen wir auf jeden Fall die her. Jetzt lasst mich mal gucken. So, und das habe ich ja schon markiert. Hier in dem Lager waren wir fertig. Dann würde ich jetzt mal sagen, dass ich jetzt mal hier außen rumdüse. Und wir uns dem Elixierbrunnen nähern. Der ist halt aber in der Richtung, gell? Dann laufen wir halt jetzt ein bisschen durch die Wiese und schauen uns das alles ein bisschen genauer an. So, dann nehme ich auf jeden Fall, wenn ich eh schon hier auf dem Weg bin, auch immer die Äste mit und die Bären, wie ihr auch gesagt habt. Und da ist auch schon wieder ein Wölfchen. Oh, bist du vorbeigesprungen. Naja, die sind halt jetzt hier schon ein bisschen stärker. Da ist ja noch einer. Komm. Okay, jetzt hat er mich dann doch erwischt. Macht aber nichts. Das sammeln wir. Ihr habt übrigens auch geschrieben, ich soll das Fleisch gerade von den Wölfen nicht wegschmeißen, weil das anscheinend besser ist als anderes. Aber, und bevor ich das jetzt auch vergesse, Quatsch, lasst uns kurz was essen und was trinken. So, und dann weiter düsen. Habe ich alle geplündert? Ja, ich denke schon. Dann schauen wir mal. Für diesen Elixierbrunnen müssen wir ja sowieso, glaube ich, jetzt wieder hier runter ins Miasma gehen. Dann machen wir das doch. Der müsste eigentlich sowieso ja gleich hier in der Nähe sein. So, und ihr habt gesagt, auch wenn diese Pilze da sind, immer diese Pilze mitnehmen. Und ich glaube, ihr meint die hier. Ja, genau. Für diese Miasma-Flüssigkeit. Dann... Was ist das für ein Pilz? Never mind. Dann nehmen wir jetzt hier ein paar Pilze auch mit, wenn wir schon mal da sind. Und gehen... Ah, wir sind ja schon da. Elixierbrunnen. Ich bin mal gespannt, was uns in diesem Brunnen erwartet. Ob da auch wieder so ein Hyopai ist wie im letzten. Gucken wir uns doch mal um. Was gibt's hier? Hier können wir auf jeden Fall wieder die Axt gebrauchen. Was ist da jetzt rausgekommen? Ach, Myzel, ja. Ja, und hier kommt natürlich halt immer nur dementsprechend auch Holz und so raus. Wenn es denn dann kaputt gehen wollen würde. Mein Gott, regst du mich schon wieder auf. Ah, hier ist eine Fackel drin. Und kein Zischen. Sehr schön. Oh, und da kommt eine. Nein, du lässt mich in Ruhe. Oh, die sind schon Level 9 jetzt. Ah, der ist ganz schön schnell tatsächlich.
Was ist mit dir hier? Traust du dich nicht, mich anzugreifen? Oh, Stufenaufstieg, Stufe 4. Und ich habe nicht vergessen, was ihr mir gesagt habt mit dem Doppelsprung. Ich weiß halt nicht, ob ich mir das jetzt schon leisten kann. Das müssen wir dann auf jeden Fall mal nachschauen. So. Oh, hey du Penner. Gut, sind die auch erledigt. Ich wollte mich ja hier eigentlich umgucken. Ich war hier stehen geblieben. Okay, da scheint da jetzt auch nicht irgendwas Weltbewegendes drin zu sein in den... wie heißt das? Kisten? Hier haben wir dieses Stundenglas. Das nehmen wir mal. Myzel. Oh, wie? Ein Käfer. Ein Käfer. Zisch dich. Was ist das hier? Einfach nur eine Fackel, ne? Okay, da okay. Plündern wir hier noch. Hier ist auch wieder so ein Käferli. Ah, und hier ist quasi das Nest von denen, mit dem bin ich schon vertraut tatsächlich. Vertraut? Betraut? So. Jetzt ist es kaputt, jetzt kann da nichts mehr rauskommen. Sammeln wir diese Brutlingsbeine auch. Ich weiß zwar noch nicht, wofür man sie braucht, aber wenn sie schon da liegen, nehmen wir sie doch einfach mit. Hier ist wieder ein Bogenschütze. Und auch wieder so ein Käferchen. Und hier ist nochmal so ein Nest. Weg damit. Und da kommt hoch gleich der nächste angedüst. Und der da hinten, was macht denn der? Betet der? Seht ihr den? Hier geradezu? Was tut er da? Du bist weird. So, haben wir sie dann jetzt mal alle. Und hier ist das Fass. Ah ja, okay. Ja, es macht also quasi genau dasselbe wie der Bogenschützentyp, wenn er das schmeißt. Hier war, glaube ich, ein Bogen drin, ja. Den müssen wir uns dann auch noch anschauen. Was gibt es denn hier sonst noch? Hier ist so ein Teil. Weg damit. Plündern, plündern. Hier kann man auch plündern. Ich darf meine Zeit nicht vergessen, gell? Das ist halt immer, wenn man sich hier dann genauer umschaut, vergisst man das mal schnell. Hier ist auch wieder was. Hier auch. Und da sind wieder diese Käfis. Wo ist euer Nesti? Hier. Gleich kaputt machen. Gut. Oh. Du. So haben wir vielleicht nicht gewettet. So, zum Glück können wir ja, da oben ist doch dieses eine Glas. Nicht Glas. Dieses runde Teil, wo man seine Miasma-Zeit auffüllen kann. Ich habe den Namen vergessen. Hier ist auf jeden Fall auch der Aufgang. Dann gehen wir mal kurz hier hinter und füllen unsere Zeit wieder auf. Und jetzt wird es auch leider schon wieder dunkel. Das ist so doof. Und unser Inventar ist auch schon wieder voll. Kieferkurzbogen hat 17 Kraft, 0,6 Sekunden Spanngeschwindigkeit, 250 maximale Haltbarkeit und plus 7 Pfeilgeschwindigkeit. Der ist tatsächlich auch... Naja, nicht. Er hat zwar mehr Kraft, aber der hier ist besser. Dann zerlege ich den gleich. Ja, die Fackel kann ich ja mal behalten dabei. Geheilt bin ich. Dann lasst uns mal hier runterdüsen. Gucken wir mal, was uns da ja so erwartet.
einfach hier mal runter. Okidoki, wo sind wir denn hier? Gibt's hier irgendwas? Nope. Hier ist nix, aber... Ach so, nehmen wir mal den Holzpfeil, um diese Sachen hier kaputt zu machen. Da ist auch noch so ein Fass. Nee, es war eine Vase. Never mind, schadet nicht. Und da ist eine große, die muss auch noch weg. Da sind überall voll viele von denen. Ups. Das war daneben. Auch wieder ein Fass. Ups. Und eine Kiste. Oh, mit Heiltränken und Feuersteinpfeilen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Hier ist auch noch ein Fass. Was gibt's hier? Da ist nichts drin. Ach Quatsch, die Axt brauche ich. Hier ist jetzt auch nichts. Irgendwo brummelt's. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich hin muss. Oh, da sind diese... da sind diese ganzen Käfer. Ja, die sind ganz schön böse. Hallo, trink. Schnell mal hier das Ding kaputt machen. Und da hinten ist auch noch so eins. Gut. Haben wir die auf jeden Fall erledigt. Und meine Waffe ist jetzt fast kaputt. Das ist natürlich doof. Ein mysteriöses Fläschchen wieder gefunden. Und hier liegt auch irgendwas rum. Ach, da ist sie ja, die Wurzel. Dann einmal nichts wie hin. Ist jetzt hier irgendwer, der böse ist? Ach, wieder so eine. Oh Mann, auf den habe ich echt keinen Bock. Oha, nein, da sind ja ganz viele davon. Okay, dann lass mich mal kurz überlegen. Komme ich hier irgendwo rauf? Oh no, nein, das wollte ich nicht. Oh, Glück gehabt. Ich will irgendwo rauf, wo ich von oben schießen kann. Ist natürlich blöd, dass ich runtergefallen bin. Komme ich denn hoch? Wenn ich jetzt hier lang pace. Hier hoch vielleicht. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Macht aber nichts. Dann düse ich hier hin. Bogenschütze gegen Bogenschütze. Ich sollte vielleicht ganz kurz mal mich heilen. Wieso läuft er weg? Blöd, Mann. Oh, jetzt ist er runter. Ha, und jetzt steht der Typi hier. Wenn er doch da steht. Hey, was soll denn der Mist? Dann mache ich ihn noch gleich so kalt. Dann ist nämlich er schon mal weniger. Scheiße, meine Miasma-Zeit. Ich muss unbedingt die Wurzel kaputt machen. Aber ich denke, er stirbt auf jeden Fall vorher. Dann nehmen wir Schrottpfeile. Tot ist er. So einfach kann's gehen. Hier ist eine Kiste. Miasma Überlebenstrank. Scheiße, ich habe nicht mehr lang. Was bringt mir der? Benutzen? St-
Steigt es jetzt? Mann, verpiss dich. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss lesen. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir es anders. Dann düse ich jetzt mal übelst schnell zur Wurzel hinter und versuche die... Oh, scheiße. Ich bin so ein Depp. Mann, verpiss dich. Ich muss die Wurzel kaputt machen. Ich sterbe. Nein. Scheiße. Vielleicht hätte ich es ganz knapp noch geschafft. Mist. So, na gut, das macht jetzt nichts. Das macht überhaupt nichts. Wir essen wieder und trinken. So, meine Waffe ist ja immer noch kaputt. Okay. Kein Problem. Wir düsen einmal runter. Huch, ich wollte eigentlich springen. Okay, und wir sind ja da lang gegangen. Gucken wir mal kurz, was hier noch so ist. Ach, hier ist auf jeden Fall auch wieder dieses Stundengläschen. Aber ich glaube, sonst nichts. Oder führt der Weg vielleicht auch zur Wurzel? Oh nee, da sind die Käfer. Ich habe jetzt keinen Bock auf die. Ich möchte die Wurzel kaputt hauen. Ach ja, genau. Den Typ dürfen wir nicht vergessen zu looten. Wisst ihr schon den Großen da? Da unten stand ich. Ach so, hier kommt sie nicht weiter. So, und der Typ müsste eigentlich... Wo ist denn die Leiche von dem? Wenn ich da unten stand, dann müsste sie... hier oben, glaube ich, sein. Oder ist der jetzt respawned? Ich habe ihn doch hier gekillt. Scheint irgendwie weg zu sein. Ach, und da ist schon der nächste. Bleib gefälligst hier. Renne nicht weg, kleines Mädchen. Mann. Ja, blöd, dass der Typ jetzt irgendwie despawned ist. Die regen mich auf die zwei. Stirbt. Also da ist auf jeden Fall mein Leichnam, habe ich schon gesehen. Oh, noch einmal. Dann holen wir uns den mal gleich wieder. Und jetzt ganz schnell die Wurzel wegmachen. Puh. Yippidu, yippidu. Jetzt ist es hier auch wieder schön. Ist hier jetzt noch jemand? Ich sehe niemanden mehr. Hier ist wieder so ein... Käferding. Da geht's in den Tod. Das können wir ignorieren. Hier ist auch nichts weiter. Huch. Das ist kaputt. Achso, das kann ich ja durchsuchen. Mit Zell und Miasma-Flüssigkeit. Ja, richtig blöd, dass dieser Hiopai weg ist. Oh, was willst du denn hier? Nein! War das klar, war das klar? Komm hoch, back dich halt nach oben. Jetzt ist dieser Spinner da auch noch. Scheiße, wie komme ich jetzt hoch, Leute? Ah, puh. Mein Gott, du Penner. Geh hoch. Oh mein Gott, das war jetzt aber wieder... Und jetzt ist da auch noch so ein blöder Käfer. Weg mit dir. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ich brauche meinen Bogen.
Das ist chillig, wenn man aus der Ferne einfach nur... draufhauen kann. Die Gegner kommen auf dich zu, aber sie sterben instant. Bevor sie sich dir nähern. Was gibt's hier? Feuerball, stimmt. Den habe ich ja auch noch, aber ich habe den Dings gar nicht dabei. Den Zauberstab bzw. Magierstab. Da liegt auch noch was und hier auch noch. Wo kommen die beiden denn her? Ich dachte, ich habe hier alles kaputt gemacht. Okay. Naja gut, ich denke, dass wir hier, wenn wir hier lang gegangen wären, von der anderen Seite gekommen wären. Ich porte mich jetzt kurz mal nach Hause, um den ganzen Stuff abzulegen und vielleicht auch den Magierstab mitzunehmen. Und außerdem ist es sehr dunkel, beziehungsweise, na, es wird gerade schon wieder hell. Also schlafen lohnt sich nicht. Okay, wir haben Holz hier und dort. Hier ist auch Holz. Dann eine Kiste weiter drunten ist das ganze Tiergedöns und Knochen und so weiter, Fell und Stofffetzen. Dann hier haben wir so Steinzeug, das Schild können wir löschen. Erde, Feuerstein. Genau. Was haben wir hier drinnen gehabt? Genau, hier war so Miasma-Gedönsel drin. Das Fläschchen. Und hier kann das noch rein. Ja, super. Dann könnten wir vielleicht aber das Fleisch mal kurz braten, damit sie wieder was zum Essen hat. Juti. Dann einmal runter zur Werkbank. Alles reparieren. Dann lass mich nochmal kurz kontrollieren, ob wir alles dabei haben. Aber schaut eigentlich gut aus. Supi. Dann gehen wir zurück zum Zuhause und dann hoch zur Bäuerin. Ich kann mir die ja schon mal als Wegpunkt setzen. So, und ich denke mal, dass der Weg hier uns wahrscheinlich straight zu ihr führen wird. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dann nicht auch hier irgendwo vielleicht mein Häuschen bauen soll, damit, also ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit, dass es im Startergebiet steht, aber eigentlich ist es schon cool, auch hier eins zu haben, weil hier sieht es nämlich auch richtig schön aus. Also mal abgesehen von diesem Miasma da und dort auf der linken Seite. Aber ja, vielleicht überlege ich mir das ja mal. Die Folge, die am... Lass mich mal kurz überlegen. Die am Donnerstag rauskommt, wird dann höchstwahrscheinlich auch die Baufolge sein. Also bis dahin habe ich mir dann mit Sicherheit überlegt, wo ich gerne bauen möchte. Und dann bauen wir da zusammen ein neues schnuckeliges Haus hin. Ja, ich weiß, ich habe jetzt auch noch nicht alle Bauteile gefunden, noch lange nicht. Aber spricht ja nichts dagegen, dann nochmal eine Baufolge zu machen, wenn ich die alle gefunden habe. Und ich glaube, wir sind da. Hier müsste jetzt die Bäuerin zu holen sein. Wo kommt man denn da rauf? Ah, wartet mal, bevor ich es vergesse. Fähigkeiten. Aha, wir haben jetzt also 5 von diesen Münzen. Der Doppelsprung müsste hier sein. Okay, der kostet aber 4. Und das kostet 2. Was ist das denn? Sprungangriff. Okay. Wieso aus der Reichweite? Ich dachte, ich hätte das schon. Okay, ich habe das auch noch nicht. So, okay. Das heißt, wir brauchen jetzt wieder 2 von den Münzen, damit wir den Doppelsprung als nächstes freischalten können. Sehr schön. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich. Hier geht's rauf.
Oh, hier ist so ein Ding. Also, falls wir sterben, kommen wir hier wieder. Krypta der Erbauerbäuerin. Oh, wow, sieht ja auch geil aus, Mann. Sieht ja auch richtig gut aus. Dann schauen wir doch mal. Ein besserer Heiltrank, das ist nicht schlecht. Nicht verkehrt. Salzi. Mana-Trank. Ach Mann, jetzt habe ich den Ding vergessen. Den Magierstab. Und ich habe es noch gesagt. Seht ihr? Wieder so ein Verplantheitszeichen. Es geht hier. Standort oben. Hier ist aber so ein Griff. Müssen wir mal rüber. Das hat ja wieder semi gut geklappt. Was ist hier so? Ist da irgendwas? Nö. Hätte ja sein können. Hier ist auch wieder so ein Griffteil. Ist das hier verspult oder ist das hier verspult? Wo muss ich denn hin? Ich schätze. Irgendwo dort lang. No, Scheißdreck. Dann düsen wir hier wieder hoch. Kommen wir hier wieder hoch? Ja, cool. Ach so, ich kann ja auch einfach hier rüberfliegen, oder? Nein, kann ich nicht. Dann wieder zurück. Manchmal ist da der Wurm drin. So, jetzt passt's. Einmal nach da. Ah, hier sind wieder diese komischen, ja, Dinger halt. Die sind aber kein Problem für uns. Ah, Geheimtür. Nice. Nein, lass sie auf. Ui, ein Wurzelstab. Cool. Dann hat es ja überhaupt nichts ausgemacht, dass ich jetzt den unseren vergessen habe. Jetzt habe ich nämlich wieder einen. Ha. Perfekto. Ist irgendwas da hinten? Sieht nicht so aus. Hier ist ein Knöpfchen. Das drücken wir. Was ist da unten? Ich glaube nichts. Oder? Nee, schaut nicht so aus. Dann müssen wir hier rüber. Und jetzt sind wir irgendwo anders. Haha. Sie spricht das Offensichtliche aus. Knochenmehl wieder gefunden. Komm, die kaputt. Merci, Metallplatten. Und wieder Metallplatten. So, wo sind wir denn jetzt hier?
Was können wir denn jetzt hier machen? Hier geht's ja nochmal weiter. Tja. Wofür steht dann hier dieses Ding? Was ist denn da hinten? Hier ist erstmal noch eine Vase. Mit Wachs. Ah, hier ist die Tür. Wir brauchen also noch zwei weitere von diesen Dingsy-Dönksys. Aber wo sind noch welche? Das ist jetzt eine gute Frage. Bis jetzt habe ich ja nur den einen gesehen. Okay, gehen wir nochmal kurz zurück zum Startplatz. Wir sind hier rechts runter und sind aber dann von rechts hier rüber nach links. Genau, oder? Bin ich jetzt doof? Man muss schon immer genau gucken. Ja, hier sind wir hoch. Hier sind wir lang. So. Da oben steht eine Kiste. Wie kommen wir zu der Kiste? Wenn wir vielleicht hier rüber düsen. Ach Mann, schon wieder. Junge, was soll denn das immer? Junge. Also mehr wie Anlauf kann ich ja auch nicht nehmen. Ah, da ist so ein Gravel-Ding. Das ist cool. Da kommen wir da auf jeden Fall easy hin. So, und jetzt muss ich nur hier rüberkommen. Perfekt. Feuersteinpfeil und ein Heiltrank. Komme ich jetzt von hier irgendwo weiter? Ich schätze nicht. Sonst wären doch hier bestimmt noch andere solche Gravel-Punkte. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall, da waren wir ja eigentlich schon. Wo könnten denn dann noch welche sein? Vielleicht muss ich doch nochmal hier genauer gucken. Ja. Immer diese Rätsel. Hier ist aber nichts mehr. Er hat uns ja schon da lang geführt. Da hinten ist eine Geheimtür, glaube ich. Dann lasst uns mal zu der düsen. Vielleicht kommen wir ja da weiter. Und da hinten könnten wir vielleicht auch noch hingehen. Ah, hier ist eine Kiste. Auch nicht schlecht. Ring der Gesundheit plus eine Gesundheitsregeneration plus 20 Lebenspunkte. Was haben wir denn? Wir haben ja die beiden gleichen. Plus 8 Ausdauerpunkte plus 10 Lebenspunkte. Dann tun wir doch mal einen davon weg. Ich glaube, das ist nicht schlecht, oder? Haben wir jetzt? Oh ne. Hier muss es. Ausgriff verfügbar. Ausrüsten. Genau. Jetzt passt. Cool. Dann haben wir ein paar mehr Lebenspunkte. Kommen wir jetzt irgendwie darüber. Beziehungsweise weiß ich ja gar nicht, ob da irgendwas ist, ne? Ja, okay. Da werden wir schon nicht sterben, wenn wir jetzt da mal kurz rüberdüsen. Hier kann man hoch irgendwie. Aber wisst ihr was? Das nervt mich so. Ach so, hier haben wir den Knopf hier aber schon gedrückt. Da haben wir ihn schon gedrückt und sind dann da hoch. Ja, okay, nee, wartet mal. Aber dann muss ich doch bestimmt irgendwie... Na, gehst du jetzt mal hoch. Trotzdem von hier weitergehen. Vielleicht habe ich da oben irgendwas übersehen. Gucken wir nochmal. Okay, hier ist ja definitiv nichts. Außer noch so eine Vase hier, wo nichts drin ist. Danke. Hier war auch nichts.
Kein Geheimgang etc. Hier sind ja einfach nur Fenster. Ja. Da hinten ist ein Knopf. Ich sehe ihn. Seht ihr ihn auch? Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ah, hier ist... Oh, scheiße. Hier sind zwei von diesen. Oh, oh, okay. Das war gut. Hier sind ganz viele Vasen. Ich hoffe, da ist cooles Zeug drin, weil Wasser brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Bandagen sind nicht schlecht. Ausdauer mehr. Dann sammeln wir dabei schon mal ein, was ich hier so... Guck mal, das ganze Wasser gelootet habe. Hier noch, da noch. Gut, dann haben wir den Knopf hier auch. Habe ich da bestimmt gleich wieder keinen Platz mehr im Inventar. Hm. Nice. Schauen wir hier weiter. Da geht es auf jeden Fall nach oben. Da hinten sind auch noch Vasen. Ist die Frage, brauche ich die? Aber vielleicht ist da dann auch wieder... Huch. Irgendwas anderes, was man übersehen hätte, wenn man nicht geguckt hätte. Deswegen holen wir die einfach. Ach, jetzt sind wir in dem Raum hier. Alles klar. Einmal wieder rüber. Und dann wieder essen und trinken. Und rauf mit dir. Käse. Jetzt sind wir anscheinend ganz oben. Da muss doch hier auch noch... Wow. Das war knapp. Da muss doch hier bestimmt auch noch irgendwo ein Knopf sein. Sonst weiß ich auch nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Heilungsstrom. Den kann man doch immer gebrauchen. So, die sind wir hier lang. Wo ist denn unser letztes Knöpfle? Was haben wir da? Honig. Honig, Honig. Lecker, lecker. Hier können wir aufmachen. Ja, da ist unser letzter Knopf. Und hier ist wieder so ein... Oh nein. Ja, egal, einfach durch. Wird uns schon nicht umbringen. Supi. Haben wir noch hier alles kaputt. Und dann düsen wir runter. Na? Ja, schön. Dann, wo müssen wir hin? Ach so, na klar, genau, einfach hier geradezu. Und die Tür ist offen und da sehe ich es auch schon. Ist hier irgendwer? Nö. Hier geht es nochmal rauf. Gucken wir dahin. Hier ist aber nichts. Dann einmal die liebe Bäuerin holen. Popcorn unter Bäuerin. Mm, Popcorn. Geil. Und wir haben Emily Frey, die Bäuerin, gerettet. Haben wir es auch endlich geschafft. So, ich glaube, wir sind dann hier auch fertig.
Dann düsen wir zurück nach Hause. Reparieren einmal. Und dann muss ich den Part an dieser Stelle leider auch schon wieder beenden. Ja, ihr Mäuse, war wieder ein richtig geiler Part. Im nächsten Part werden wir auf jeden Fall den Alchemisten holen, weil ich tatsächlich glaube, dass er doch ein Ticken wichtiger ist als die Bäuerin. Aber immerhin haben wir es geschafft, dass wir sie jetzt auch haben und dass wir nochmal zusätzlich eine Miasma-Wurzel kaputt gemacht haben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend und ich freue mich auf den nächsten Part. Tschüssi!